Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, wir haben uns jetzt endlich hier durchgekämpft. Schwierige Geburt, Haufen Gegner. Ist für mich so ein bisschen, ja, bisschen ziehen an der Story, finde ich, dass man länger aufgehalten ist. Kann man mal wieder anmachen. So, weiter geht's. Lust der Leichen, heftig. Gott, deswegen, wo müssen wir denn hier hin? Wieder rüber balancieren oder was? Heftig. So, das ist doch die Mutter, oder? Könnte die Mutter sein? Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world. Follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? Calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Okay, ich würde sagen, also ich glaube mal, wir müssen jetzt zu dem einen Tor zurück, das wir vor ein paar Folgen schon mal gesehen haben. Dort, wo wir nicht rein konnten. Irgendwo da oben. Schauen wir mal, ob wir jetzt da rein können. Und ihr seht es auch jetzt an meinem Arm. Die Fäulnis hat mich schon fast komplett übernommen, aber ich habe schon gemerkt, man kann hier nicht
Also man stirbt schon, aber man muss nicht von vorne anfangen. Weil ich glaube, ich hätte schon von vorne anfangen müssen. Bin jetzt schon ziemlich oft gestorben, muss ich sagen. Okay, jetzt probieren wir noch mal, dass wir da hochkommen. Boah, eine Hitze hier bei mir drin, Leute. 2 Millionen Grad oder so. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie jetzt da oben hochkommen. Ich glaube, irgendwo war hier eine Lady. Da ist eine Lady, genau. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch und schauen mal, ob wir jetzt da reinkommen. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. So, das ist die Tür, die ich meinte. Können wir jetzt hier was machen? Ja, jetzt geht's auf. So. Alles klar. I will tell you of a great hero named Sigurd. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen was übersehen. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rayan. But Rayan does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rayan's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. She can feel it. No. Don't open the door. No, go in. Don't turn back. Turn back. It's too dangerous. What's that? Get back. A great beast guards Helheim. Garm is its name. And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How will you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Heftig. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But he always comes back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you to them. See them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where is she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile.
her eyes gazing past her towards a world she could not see. "This is what happens if you reach for the underworld," he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Okay, ich denke, dass hinter der Tür wahrscheinlich wieder ein Boss sein wird oder sowas. Fackel natürlich aus. Heftiger Scheiß. Hier irgendwo muss was mit dem Zeichen sein. Aber wo? Okay, das ist falsch hier. Ah, warte mal, Fackel. Ah, okay, mit der Fackel. Das Licht an. Go.
irgendwo hier. Könnte doch das Zeichen sein, ne? Nee. Oh, ich liebe das. Okay. War jetzt nicht offensichtlich, aber okay. Hier bin ich gekommen. Und dass hier nichts mehr sein wird. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Okay, das ist der Shortcut. Alles klar. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill it face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. So, schauen wir uns doch mal hier um. Hier scheint eine Luke nach unten zu gehen, okay. Das geht doch nicht auf. Kann man hier das anmachen? Ah, okay. Okay, hier geht's auch nicht ready.
Alter Schwede. Alle Fackeln hier an. Okay, hier sind wir runtergekommen. Ich denke mal, dass wir hier hoch müssen. Oder? Nee. Okay, da sind wir gekommen. Was ist denn der Raum hin hier? Irgendwas muss doch gut sein. Na, warte mal, ist das ein Zeichen? She has it. She ah, okay. She's done it. Well done. This place. Alles klar. Reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel. Kann ich sie anzünden oder was? Monster in her. Okay, hier sind wir vorher runter. Hier, glaube ich, ging es nicht weiter, oder? Weiß ich eben nicht, kann man hier was machen? Nee. Also weiß ich, müssen wir jetzt hier noch was machen? Ist es da schon abgeschlossen oder nicht? Gemacht. Hier geht's aber auch nicht runter. Das haben wir gemacht. Mehr ist jetzt aber, glaube ich, gar nicht. Was ist das hier? Das hier weiß ich nicht, was das hier sein soll. Auf, okay. Totale Irrgarten hier.
Was ist denn das da? Ja, hier kommen wir. Ist das oben noch? Nee. Naja, ich denke mal, dass wir hier nichts machen müssen, sondern vielleicht hier noch was erledigen müssen jetzt. Ich weiß es nicht. Warum können wir das nicht anmachen? Zu. Wir haben doch jetzt eigentlich alles erledigt, oder? Können wir hier nicht noch irgendwas machen? Für das. Hier geht's ja bloß wieder runter. Oder müssen wir noch mal komplett darunter, dass wir das Zeichen von der anderen Seite lösen müssen? Das glaube ich aber fast nicht. Da geht uns ja wieder. Da geht uns ja das Feuer wieder aus. Das kann fast nicht sein. Hier geht's hoch. Oder? Waren wir hier schon? Na, hier waren wir noch nicht. Okay, wir haben einen Weg gefunden. Okay, Leute. Wie es dann mit der Bestie oder was jetzt kommen soll weitergeht? Did you see her die?
I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Okay, wie es mit der Bestie weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Folgen natürlich. Bis dahin, ciao, ciao.